Guten Morgen, liebe Leute. Nächster Tag, nächster Glück. Es ist jetzt 20 nach 7, 20 nach 8. Natürlich, die Kinder sind schon in der Schule. Das haben wir heute mal ausgelassen. Ist ja auch jeden Morgen dasselbe. Ist ja auch langweilig. Ja, jetzt bin ich hier und sitze wieder vorm Schnittprogramm. Auch wie jeden Morgen langweilig und so weiter und so fort. Gestern Abend habe ich, wie gesagt, Familie gemacht. Da habe ich nicht geschnitten. Das hätte ich zwar neu geschafft, hätte ich dann aber immer zu lange, weil ich muss ja zuerst mal kopieren den ganzen Kram. Das ist eben das ganz große Problem, was ich habe. Kann mir einer einen guten Kartenlesegerät empfehlen? Für alle möglichen Karten? So was bräuchte ich. Was liegt heute an? Was Besonderes? Nee. Ich habe neue Reifen bestellt für das Hollandrad. Für den Hollandradaufbau, der wird heute fertig. Ich habe eine Bremse bestellt, also eine einfache, aber neue. Der neue Zug muss ja eh neu. Der Bremshebel ist ja auch neu, denn also das alte Jahr. Da ist jetzt alles neu bis auf das Rahmen. Sattelstütze ist die alte. Lenker ist ein gebrauchter, also der Lenker selbst. Und das Tretlager. Tretlager ist ein gebrauchter drin. Alles andere ist dann neu. Nein, 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 nein. Alles neu. Furchtbar ist das. Dass ich das nie lassen kann. Dass ich das niemals lassen kann. Wenn ich dann sowas mache, dann mache ich das immer lay so. Boah. Perfekt. Und dann immer einschicken. Das ist nämlich mein Problem. Ich kann nicht einfach so hinfuschen und hinschlumpern, Hauptsache fährt und weg damit. Ich soll einen gewissen Anspruch. Meine Frau kommt jetzt. Dieser Anspruch kostet mich unheimlich viel Geld. Immer. Das ist jedes Mal gleich hier. Jetzt kann ich mal sagen. Jetzt kann X mal sagen. Wo warst du denn so lange? Nee, war auf jeden Fall. Genau, als ich gehen wollte. Gekackt! Das ist aber schön gesagt. Ja. Oder hat er noch gekackt? Wollen wir jetzt mal so festhalten? Ich warte seit einer halben Stunde hier. Naja, 25 Minuten bin ich schon hier. Also seid um. Ich habe schon hier mein Schneideprogramm vorbereitet, ja. Genau. Ich kann gleich anfangen. Stinkern Sie. Ich wollte doch stinkern. Warum stinkern Sie jetzt mit mir? Will auch mal stinkern. Bist du der Stinkesack? Ich bin der Stinkesack. Bist du der Stinke, Stinke, Stinkesack? Ich bin der Stinkesack. Bist du der Stinkesack? Ja, manchmal habe ich diese Aussetzer nicht so schlimm. Nicht ganz schlecht. So. Dann leg mal in die Küche und guck mal, was meine Frau vorbereitet hat. Krieg gleich Drösche auf den Kopf. So. Da sehen wir uns unten im Keller. Ich habe heute Laufräder bestellt. Laufräder für den Greif. Habe ich auch schon wieder einen Laufradsatz bestellt. Und ich habe Reifen bestellt für den Greif. Habe ich auch bestellt. Reifen. Wird alles viel zu teuer. Viel zu teuer ist das alles. Mann, ey, kauft kein Mensch, kauft dieses Fahrrad. Oh, das ist so eine alte Gurke. Der Rahmen sieht ja ganz schabby aus. Ja. Doch, kauft das mal. Das ist gut. Naja, wie auch immer. Jetzt gerade, werde ich jetzt Schleifen binden üben. Kann ja nicht schaden. Schleifen binden Weil üben. sie hat ja. Schleifenbindeschuhe. Scotty hat nämlich neue Schuhe, neue Chucks. Sieht jetzt aus wie Chuck. Chuck, 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 Chuck und Sarah. Okay.
Jetzt sperrt sie mich schon wieder ein. Gut, bis gleich. Guten Morgen im Laden. Ha, wir haben ja schon zwei Aufträge. Hui, ja, Mensch, bin ich spät dran. Bin ich nicht, bin hier noch pünktlich, aber wir haben schon zwei Aufträge. Ich hasse Handys. Aber was soll's. Guten Morgen, liebe Pflanze. Pflanze ist mein Freund. Mit der freue ich mich jeden Morgen. Ja, wie geht's dir? Schön. Luft. Brauchst du Luft? Ah. Sauerstoff. Sei froh, dass du heute nicht draußen warst. Heute ist die BSR nämlich vorbeigelaufen und hat hier mit ihrem Luftgebläsen hier rumgesaut. Ey, das ist wirklich eine Zumutung, ist das. Wenn du das Fenster auf hast früh morgens und die kommen mit ihren Luftgebläsen vorbei, du hast eine Staubentwicklung, das ist unglaublich. Das hat so gestaubt. Ich habe immer zu Anouk gesagt, heute Morgen macht schnell die Fenster zu. Das war Wahnsinn. Es war so neblig draußen und die rennen alle mit Maske rum, aber die ganze Umgebung, alle voll gestaubt. Außer wegen Feinstaubentwicklung, ja, also wegen, wie sagen sie, wegen Feinstaub. In einer Stadt, wo sich keine Gedanken machen, das macht die BSR alleine. Naja, gut, okay, ich werde erstmal draußen ein bisschen fegen, weil BSR war zwar da, aber sie hat mehr Dreck hinterlassen als alt andere, habe ich den Eindruck. Ich glaube, die haben echt nur unter den Autos alles vorgefegt, vorgeblasen. Und dabei ist der ganze Bürgersteig so weit von dreckig geworden. Also, das werde ich jetzt erstmal wegsaugen. Wegfliegen natürlich. 150 Euro im Monat mehr für wen? Ja. Warum? Beamte, was ist das? Was steht da? Beamten und Beamtenangestellten. Die mehr Zulage kriegen 150 Euro. Polizei, Feuerwehr, Krankenschwester, alles. Da hab ich doch nichts mit zu tun. Ja, weiß ich gar. Ist doch scheiße. Aber wird das hier. Krieg von dir was? Das von mir auch nicht. Krieg von dir eine Zulage. Das wollen wir eine Zulage. Die Wolle-Zulage. Morgen. Was gibt's da jetzt? Na, bei mir nicht. Ja. Ich muss arbeiten, ich muss gleich weiter. Ja, der muss. Alex, das ist auch nur jetzt. Gestern früh sagt er zu mir, ich bin noch ein Jahr dran gefahren. Ist was Neues? Nö, ich bin bloß abgeholt. Ich dachte, morgen ist der große. Ein Alarm, alle morgen ist Alarm. Heute? Morgen. Oh. Am 10. Morgen ist der 10. Genau. Ja, das 10. Du mal das 10. machen, falls du helfen willst. Ja. Gut. Bis dann. Ja. Danke. Für die Spende. Was haben wir denn hier? So. Das sollte der Achim zentrieren. Er hat geschrieben, drei verschiedene Speichenlängen nicht zu zentrieren. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist ja nicht mal gekontert. Das ist ja nicht mal das Lager gemacht. Hier, was ist denn das? Nicht sauber gemacht, nichts. Also das war seine Aufgabe, ne? Mann. Lagerservice? Das ist nicht gemacht, weil wenn ich hier lose drehen kann und hier noch der ganze Dreck drin ist, ist das Lager nicht gewartet. Die Narbe ist ja auch nicht geputzt. Also insofern, das ist ein totaler Humbug. Also jetzt fangen wir mal von vorne an. Ich zerleg ihm das Ding komplett, leg ihm das komplett hin in Einzelteilen und er baut die zusammen.
Ja. Sag mal, ich sag dir was. Was für ein Ding? Besen, Besen, sei es gewesen, trage mich zum nächsten Tresen. Hast du für mich bitte, guten Morgen, wie geht's dir? Ist gut. Ja? Floskelei abgeschlossen. Einschrauber. Sag mal, Schatzi, hast du für mich ein paar Reflektoren für das Fahrrad? Aber vielleicht nehme ich mal sowas für die Speichen. Kannst du sowas empfehlen? Hättest du denn jetzt? Willst du jetzt Speichenreflektoren? Ja, aber die Dinger, ich habe jetzt 3 Stück verloren. Sind wir auf Sendung eigentlich? Ja. Oh, aber du bist auf Sendung. Nee, ich bin nicht. Nein, ich bin verbrannt. Mann, dann löschen die die oder sowas. Ja, ja, ja. Die haben mich auf einer Corona-Demo gefilmt. Oh! Ja! Am Rosa-Luxemburg-Platz und so weiter. Ja, warum bist du denn noch für Corona? Für Corona, ja. Pro Corona. Einer muss ja fürs. Eine für, Pro Corona. Einer muss ja für die Krone stehen. Ja. Ich stehe ein für die Krone. Ja, das ist doch schön. Ja. Alles für Krone und Vaterland. Ey, ich bin Corona so dankbar. Falsche Freunde weg, neue richtige Freunde weg. Leute, die komischerweise. Neue genau, richtige Freunde genau weg. Genau die ähnlichen Interessen vertreten. Du meinst, naja. Corona ist gut, um Freunde auszusortieren, ja, und deine Kartei auszuräumen. Und weißt du, wofür Corona noch super ist? Die Leute hatten keine Ärzte mehr, weil die alle ja mit Corona beschäftigt waren, so extrem. Und sie hatten Zeit, die konnten sich zu Hause super informieren über ihre Beschwerden oder Melassen und alternative Heilmethoden herausfinden. Ach so, die Leute haben mal begriffen, dass sich die meisten Sachen durch Atmen, Essen und Kräuter aus der Naturapotheke ganz einfach reparieren lassen. Also Pharma, Spanindustrie voll ins eigene Knie geschossen. Super. Also und Leute haben sich mal informiert. Also wie man sich noch informieren kann. Alles Weitere beim nächsten Kieze. Genau. Kieze. Wir müssen unbedingt ein Kiezen einfach machen, weil das muss da sind so in diesem Türen, Jahr da sind als so viele, Abschluss so des Jahres noch zu öffnen. Beim Kiezen. Gibt es nur eine? Kann jeder kommen zum Diskutieren? Und jeder ist willkommen. Straft uns Lügen. Lügt uns Strafen? Lüge und Strafen. Und jetzt noch ein Gitarrensolo. Ein Mann kommt allein in den Keller rein. Steht der Thomas an der Speiche. Das ist eine Weiche. Absolut. Wodka absolut. Wir machen einen Schwenk. Die Kameraperspektive ist also, naja. Eine amerikanische mal nehmen hier so. Also so. Wenn du von unten kamst, ja, so. Ja, dann musst du aber so mehr so nach oben, dieses Heroische. Und außerdem fehlt die Flagge so, im Hintergrund. Ja, ja, wo ist denn meine Flagge? Ja. Wo ist denn die Reichs-, wie Kaiser, Scheiß, Attila Hildmann, der ist ein Agent Provokateur. Jetzt haut er die Schlagworte raus, damit der Bundesnachrichtendienst den Covid-Button kriegst du ja umsonst und dann kriegst du noch also eine Wiki für die, Scheiße, hab ich's. Da muss ich schneiden. Oder schneiden, ja. Schnitt, cut, aus. Ab jetzt aus Kanal wieder. Ja. Dann kann ich's lassen. Demnächst auf diesem Kanal, der Kiezsenf. Kiezsenf, wir machen zum Abschluss des Jahres auf alle Fälle ein Kiezsenf. Das heißt also, irgendwann vor meinem Geburtstag noch. Verschwörungsexperten. Treffen sich, Verschwörungsexperten, Anwärter. Ja. So heißt das doch, du bist ja Anwärter. Treffen sich im Kellerloch. Die Sonne scheint ins Kellerloch. Einen nehmen wir noch. Mein Fahrrad ist wahrscheinlich schon gestohlen gerade von deinem Laden. Von dem Corona-Befürwortern. Von dem Obdachlosen, dem jetzt 30 Euro für den Schlafplatz gegeben hat. Denke 20, du hast die Logen. Ne, 10 hatte ich ihm vorher schon gegeben. Ach, du bist echt doof, Alter. Du brauchst ihm keine 30 Euro geben für den Schlafplatz, weil der war so betrunken, der kriegt keinen Schlafplatz. Doch. Den lassen wir nur rein. Der hat seit 3 Tagen nicht geschlafen. Ey, und wenn er sich davon Schuss setzt. Alkohol kauft. Wenn er sich davon Schuss setzt. Ist dir egal, ne? Nee, ist es egal, es macht er sowieso. Aber der hing auf 7:30. Der war einfach am Ende. Und wenn der noch einen Affen kriegt, wenn er den Bein gebrochen oder was. Tremor war schon. Ja, Tremor, Bein gebrochen oder was, in der Schiene und dreckig und konnte nicht pennen. Bein offen.
wenn die Gesellschaft sich darum nicht, also wenn die, unsere Spanindustrie sich nicht um die kümmert und diese scheiß Drogen weiterhin in krimineller Hand lässt, dann na, ist was alles kriminell. Speichenreflektoren. Ich bin gerade beim Speichen, bei Reflektoren. Ich bin auf dem Weg zur Arbeit, wenn du dich mal kurz, wenn du mal kurz zur Seite legen würdest. Nee, ich bin gleich fertig. Ich muss gleich auch. Guck mal, jetzt machst du mich ganz nervös jetzt. Du bist wie so ein Onkel Doktor. Nee, ich brauch wirklich nur die Wehen speichern. Lauter Goldstock, alles macht Sinn. Lass mal, ja, lass den Goldstock mal da. Hast du Magneten? Bitte. Hier, hab ich. Alles noch zu gebrauchen. Ja, alles noch zu gebrauchen. Ja, sag mal. Wie ich oder wie du? Lobotomie, das bin ich bestimmt. Ich glaube, ich sage seit 5 Wochen nicht mehr. Das ist ja Corona. Ja. Ich habe gehört, das tötet. Das Leben ist tödlich, habe ich auch gehört, ja. Oh Mann, ja. Scheiße, wir sind vorher nicht gestorben. Ne? Vorher haben keine Leute Lungenkrebs bekommen, obwohl sie nicht geraucht haben. Aber im Straßenverkehr rumgejoggt sind jeden Tag. Die gesündesten. Gibt es nur Ermüdungsbrüche. Man muss einen Mittelweg finden. Die gesündesten, was hier die ganzen Päpste, die Jogging und Yoga und alle hier in Deutschland breit gemacht haben, die standen dann mit 47 am Herzinfarkt. Ist doch auch kein Deal. Ne? Also. Ich glaube, was brauchst du jetzt? Ein Bildschirm wieder Löschreflektoren. Ja, ist wirklich magisch. Unglaublich. Der kann einen wirklich löschen sofort. Du brauchst nur eine Minute zu hören, bis du in die Speichen gedrückt. Es. Die man die, wo ja, man. Die waren die. Es. Klickt sich in den Kreis ein, wann immer es ihm sagt, es gesagt. Also, ja. Hey. Okay. Voilà, gerade letzter Teil, letzter Akt. Bremse. Na, hier ein ganz klassisches System hier. Vor allem müsst ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr so einen dicken Reifen habt, dass ihr hier oben auch eine Bremse habt mit so einem hohen mit so einem weiten Bogen. Das ist wichtig. Jetzt gucken wir, ob das Ding lang genug ist. Das war mein einziges Bedenken. Mensch.
Jemand da? Nö. Okay. Sag mal dann Bescheid, dass jemand kommt. Okay. Kommt jemand? Okay. Hallo. Hallo. Ja, bitte? Kannst du mal kurz meinen Kaffee aufpumpen? Selbstverständlich. Kannst du machen. Und? Die steht oben oder auf der Treppe. Ach, echt? Müsste eigentlich vor der Tür stehen. Moin. Moin. Ich nehme das Fahrrad wieder mit. Okay. Okay, dann gucken wir mal. Ich glaube, das ist fertig, würde ich mal sagen. Was sagt ihr? Ist das fertig? Ist das fertig oder ist das nicht? Ja, so Gimmicks kommen später. Dann aber endet. Ständer muss da dran, auf alle Fälle. Das mache ich. Geil. Coole Sache. Irgendwas stimmt mit der Kette noch nicht. So straff ist er nicht. Irgendwas stimmt damit noch nicht. Fährt sich gut. Auf alle Fälle. Griffe müssen wieder ab. Die passen überhaupt nicht dran. Da brauche ich welche in Farbe. Das muss so aussehen und nicht so. Die Griffe da sieht nicht aus. Das ist eine andere grüne. Weiß nicht, das sieht voll aus. Auch grüne Griffe. Kawasaki grüne Griffe. Jo, ansonsten Ecke fertig. Ecke fertig fährt. Kette muss noch optimiert werden. Irgendwas in Kettenglied hakt ein bisschen. Hackelt. Kann aber eben auch ein Zahn sein vom Zahnkranz. Das ist ja irgendwo hier schon, weil wir vorne haben, ja, ne, braucht ihr noch? Ne, braucht einen Zahnkranz, also Kettenradgarnitur. Und wenn die irgendwo angeditscht ist schon, dann hackt das halt an einer Stelle immer so. Und immer dieses, man merkt, dass die Kette so rinspringt. Das ist nicht angenehm beim Fahren. So oder so, nächstes Projekt wartet. Eine Stunde habe ich noch. Ist ja bekloppt, jetzt alles hier einfach aufzubauen, irgendwie. Irgendwie aufbauen, Hauptsache aufbauen.
Hey Mann, wo ist er denn? Ach, ich sag's. Die Winde frei, ein bisschen auf das Kabel aufpassen, was drin ist. So, ein Rennradvorbau ran. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Das gute Stück. Wollen wir das wieder anbauen als Gimmick? Nee. Wie geil, biestig, klein, süß, schön, gefällt mir. Der fällt aber gut. Guten Tag. Kaufen so Fahrräder an? Kommt drauf an, was das ist. Eine wir hier zu Hause. Hält, wie auch immer. Jetzt ist Pause. Schön, schick, also was das wird, ist ein schicker Draht. Wow, cool. Pause. Was haben wir denn hier? Post. Post haben wir bekommen, auf alle Fälle. Post habe ich bekommen. Post, ein Fahrradsalon. Guck mal, gucken. Nein, ey, hör mal auf, ey. 6 Kant Steckschlüssel, ey, hör mal auf, ey. Ach so, nicht euer Ernst, ey. Danke, Marco. Ja, das ist doch schön, da freue ich mich sehr. Zack, hat der Tommy ein Steckschlüssel. 8 mm. 6 Kant Steckschlüssel. Ich bin einfach zu faul, das zu bestellen, oder beziehungsweise ich vergesse es. Das ist denn, ich bin oben, dann schneide ich und dann ist es so plupp aus dem Sinn. Ist ja geil. Ich habe wieder einen Steckschlüssel. Ist doch Wahnsinn. Hat mir ein YouTube-Fan geschickt. Ja. Ja, irgendjemand. Hier hat mir ein YouTube-Fan. Irgendjemand! Das ist ja der Wahnsinn! Ey, und dann sieht das ein Ding im YouTube-Channel. Genau. Ah. Wie ihr hört, ist Valentin auch wieder da. Danke, danke. Ich nehme diesen Preis an. Danke. Oh, ja, klar. Ja. Ich möchte mich bei meiner Mutter bedanken, die das Ganze erst möglich gemacht hat. Ah ja, sie hat dich auf die Welt gebracht. Oh. Ah. Was ist das? Ah, das hat der Teufel gesagt. Ja. Und an all meine Fans. Oh, hier kommt jemand. Da ist jemand! Hallo! Ja! Guten Tag! Was ist? Was darf es sein? Ah, was ist denn hier? Dein Vater oder älterer Bruder? Ist der Vater!
heute auf ihn. Geil. Ja. Der hat so einen Check gemacht und Tretlager eingestellt, aber jetzt macht es mehr als vorher. Der Arim. Trotzdem auf alle Fälle danke dafür. Also das ist natürlich Duft. Und dann auch so ein guter, so ein. Ich freue mich sehr, den werde ich überall wiedererkennen. Danke. Doppel Daumen hoch. Jetzt brauchen wir mal. Wer hätte das gedacht? Vor allem liegt der einfach so hier rum. Den brauchen wir, dann brauchen wir wahrscheinlich den hier und dann gehen wir mal draußen was nachziehen. Ganz schön gerade. Und das ist leicht. Das ist leicht. Oh, das ist ja leicht. Ui, ein Flitzer. Wir wollen ja Flitzer. Ja, wollen wir da jetzt den pinken Sattel aufbauen oder ist der zu pink? Der ist zu pink. Wir brauchen schwarz, wie die Reifen. Ja, schwarz ist ja kein Problem. Kriegt man ja überall. Oder braun. Nee, braun ist noch eine Farbe, ist nicht gut. Nee. So, es könnte weiß sein, weil das hier weiß ist, so, könnte ein weißer sein. Und die Griffe der Bruch weiß, die hätte ich sogar noch da, so weiße Plops. Das ist geil. Weiße Sattel, weiße Griffe. Das ist immer das Geilste. 1992. Ein geiles Alter, ey. Älter als du, oder? Nee, ich bin älter. Ein Jahr älter bist du? Nee, 3 Jahre älter. Was, du bist ein Wendeprodukt? Natürlich. Die Wende kam. Die Wende kam. Valentin kam, Wende kam. Alles ran. Aber ich war ja dann schon ein paar Monate alt. Ja, das sieht gesagt. Ja lecker aus. Oh, das Fett kam raus. Ja, das wird doch nochmal 10 Jahre fahren. Abwertet. Da können wir Roulette spielen hier zum Hängen. Und gerade ist das. Und klar fertet. Und der ist ja neu bestellt. Ne? 36, ja. 36. Habe ich auch immer schon mal durch. Nochmal in Verschweißung. Durchgeschrabbelt immer. Ja, die Muffen. Oh. Die Steckmuffen. Ja. Ja, das ist halt billig gemacht, ne? Was willst du machen? Aber es wird ein schönes Rad werden. Albern. Albern. Es wird immerhin noch ein bisschen vor sich leben. Rost, oh, ist das leicht. Rostig. Das ist ja nur Weight-Mithilfe. Ich mach mal das Gewicht ab. Ah, oh, welche denn? Ist das Hinterrad? Ist das jetzt eine Bremsfelge? Ja, ist eine Rücktrittbremse, weil ich möchte nur eine Bremse vorne haben, dass das so minimal wie möglich bleibt. Stylisch. Ein bisschen stylisch, ein bisschen für einen Kiddy doch und kommt trotzdem die kleine Kurbel rein, hab ich mir überlegt. Weil, ja. Wenn du von der Optik so guckst und da wäre so eine lange Kurbel dran, das sieht nicht aus, weil das ist zu. Der ist zu kurz, der Rahmen dafür. Für ja. Der ist echt aber cool. Ey, wenn da eine. Sagen wir mal, da kommt wirklich so eine kleine Frau an oder so. Die und kann ich finde das geil. Ey, Mann, die kann das Ding fahren, absolut. Die und das macht Spaß, schwör ich dir. Ich weiß Valentin reinigt ein Tretlager. Hey. So sieht's aus vorher und jetzt Zauberwelt, Blinkybill. Ja, aber film doch hier ran. Na, der Prozess des Sauermachens ist ja wohl nun Öl, da kann's ja nie sein. Ey. Ach so. Ja, außer du machst das hier jetzt ein bisschen schneller, ein Zeitraffer. Los, mach. Nee, die Kamera macht doch Zeitraffer. Na so, ich dachte du machst das. Ich bin doch kein Superman. Da kommt wieder mein Thomas Rufer. Hier, und die Stahlwolle ist auch dafür gedacht. Stahl und Wolle. Und ich bin Scholle. Was ist denn hier los? Sachs, Dreiger? Ja, ja. Ölbad. Das war unser, ja, die Dame. Die Dame des Hauses, ja. Was hast du von Tom Hanks? Tom Hanks! Tom der Hengst? Tom Hanks! Der fliegt doch. So, wer ruft? Ich habe schon mal eine richtig geile Kurbel geputzt. Also die sah danach gut aus. Deswegen war sie ganz schön geil danach. Also eine ganz schön geile Kurbel. Wenn man sie putzt, dann ist sie geil. Ganz einfach. Die Uhr habe ich auch mal geputzt. Ja, lass mir den Namen auch entfallen, sonst würde ich ihn dir sagen. WD-40, Petroleum.
Na, schauen wir mal. Ja, Uwe rechts und links. Ich glaube, ich bring's. Das sagt mir dann die Kamera. Ah, nee, so. Was haben wir denn hier für einen Rost? Kung Fu kann ich auch. Habe ich gemacht. 30 Jahre lang. Jedes Jahr eine Stellung. Reiterstellung. Na, das ist indischer. Kann ich so machen? Ja, später können wir das mal machen. Später! Na, wenn du groß bist. Kung Fu! Ich weiß, die sind ja mal zu gefährlich, die Kinder. Warte, lieber, bis du noch alt bist wie ich, damit ich mich noch wehren kann. Ha, ha, ha. Ja, das ist ja nämlich lang. Naja, ja. Geh nach Hause! Gorilla-Muskeln. Ich hab Gorilla-Glue im Schuh. Ich baue lieber Gitarren eigentlich. Also, wenn ich was mache, dann baue ich Gitarren. Diesen ganzen Scheiß hier. Dreck hier. Mach's, wenn ich's mache, ordentlich. Wahnsinn! Eine super Fan! Juhu! Yay! So, ich guck mal kurz, No. Ja. Bitte nicht. Thomas, bitte nicht. Geh nach Hause. Tja, ich das nur wüsste. Was denn für Schrauben? So war das. Alles, in meiner Vergangenheit habe ich nie viele Fragen gestellt. Als so, ja kleiner Junge. Alles, deswegen sage ich es mir selbst. Auch, ich hasse Kinder, weil diese Frechheit der Natur, und ich hatte sie nicht. Die Natur ist. Also in der Frechheit liegt die Natur. Geh in die Schrauberzeit. Jumanji! Finde ein altes Tretlager, öffne es und es verzaubert dich in eine alte Welt. Hinein. Mimik, Gestik, Empathie. Forget about me. Was ist das für ein Scheiß hier? Boah, ich weiß ja nicht mal, wo hier was ist. Sieht bei mir wie aus im Keller hier auch. Sieht aus wie bei mir im Keller. Absolution denied. Wash away. Yeah. Komm vorwärts! Ja! Ja! Oranje, oranje! Hier ist er ja! Fahrrad fahren!
kommt nur neu. Hier kommt nur neu. Hast du einen Schraubenheber? Ja. Wo ist denn der toller 6-Kant 8 mm? Na, da oben wahrscheinlich jetzt, ne? Beim Ständer abgeschraubt. Für das Lastenrad habe ich bekommen. Ja. Kann ich das morgen früh vorbeibringen und wäre es dann morgen Abend abholen? Ja, morgen Mittag denn. Wenn du morgen früh bringst, zwischen 9 und 10, dann ist es morgen 1 Uhr, müsstest du es abholen. Wenn du jetzt Pause, dann steht es ein weniger draußen. Ja, wird langsam. Kriegt er dann noch einen kleinen Zahnkranz und dann ist das Ding auch fertig für heute. X24 ist jetzt ein 26er Racer, Mini Racer. Toll. Superb. Hier. Oh, einfache Griffe. Standard. 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 Ja, bei der Übersetzung muss man leider einen kleineren Zahnkranz ranmachen, ist ja klar. Und der will nicht im Internet sein und der Valentin ist schon im Internet und Scheiße! Und die Leute haben ihn auch kennengelernt schon. Nein, echt? Ja, du haben bist bekannt. Haben die Kommentare abgegeben? Ja! Und zwar? Dieser tolle junge Mann! Ja, der ist mir recht unheimlich, der Mensch, dieser junge Mann, der da rumläuft. Und dann, sorry, ist doch mal ein Kompliment. Sollen mich doch lieben. Ich war immer das Monster im Kindergarten. Ha! Und das ist er heute noch! Kindergarten für Große haben wir hier allerdings, wie ihr merkt. Ja, leck mich doch mal, ich will nicht im Fernsehen sein. Lecco mio. Lecco mio. Lecco miau. So, aber nur bis heute. Und schön, dass Valentin heute schon als erster an Amtstag schon mal gleich den Vorbau, den nagelneuen Vorbau zerkratzt. Ja, ich habe mir auch einen Lappen untergelegt. Ja, der ist abhandengekommen oder was? Unter den alten Vorbau hast du den Lappen unterlegt. Zeig aber schon fest, wie ich den. Musst du jetzt mal alle drehen, du musst erst mal die Kette auflegen. Ja, spannend. Deswegen. Stimmt. Das ist so tight mit den Reifen, ich wünsche mir. Heute habe ich auch wieder einen Pfad gesehen, das war wieder ein Mountainbike für die Stadt, ein Rennrad-Mountainbike. So was. Rupp, Chuan. Ah, da ist er wieder. Ein Kollege. Von der ganz schlimmen Sorte. Bruno. Bruno. Ja, gut. Oh Mann, ey. Guck dir das mal an. Hat's dir gefallen? Hä? Das sollte doch der Schutz abhören. Ja, aber ist doch... Ich probieren wir mal eben schnell. Scheiße. Das war schon niemals mal auf dem Boden. Das ist kacke. Ich polier das erstmal. Bruno, was ist los? Was hast du denn? Schön die Welt herunter. Das Käppi? Ja, immer deine Drohung genommen, das ist ja gut. Wo hast du das Käppi hier? Steins. Die ist nicht zu verkaufen. Schicke lange Haare hat er. Ja, hier, zeig Jesus, mal. Ich nenne ihn doch jetzt Jesus. 1A. Ja, das war kurz. Muss auch mal kurz meine. Immer wenn du runterkommst, dann muss ich meine Haare aufmachen. Das sind doch alle drin. Um Gottes Willen, das ist alles drin. Sport? Nee, weiß. Da hab ich dir doch schon die Hände gelegt. Ach so, die war ich nicht. Nee, die andere für die. Ja. Hier, da, bitte. Da liegt die Kette, bitte. Nee, nicht die für das Fahrrad, sondern für mich. Kriegst du auch eine? Da krieg doch auch nur die Kette. Achso, ich dachte, du machst jetzt die Kette. Achso, der will ich ja auch. Ich dachte, du wolltest die Kette nur springen. Ach Mann! Du musst eigentlich zu Ende machen.
machen? Ich hab doch gesagt, ich will eine Kette von dir. Ja, aber die kannst du mir jetzt eh nicht verarbeiten. Ich will ja mitnehmen. Wollen natürlich speziell nicht. Ja. Ja, ich mach die Kette. Ja, wenn du springst, weiß ich natürlich nicht, wo du bist. Deswegen. Ja, okay, Bruno, dann hau ich ab. Du machst weiter hier, ja? Mhm. Okay. So. Ich hab grad Angst gekriegt, aber. Bin auf Wanderschaft, ne? Renni hoch. Reputation. 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 Also, diese Dinger sind immer. Gold wert. Nee, die sind eben immer so ein Hindernis. Bei der Kette. Ja, die sind dann immer, die schleifen manchmal oder klackern irgendwo hin. Weil die breiter sind. Ja. Naja, hier kann sie ja irgendwo hin. Ja, mein Kumpel hat mir das mal gezeigt, dass er die Ketten wieder mietet irgendwie. Der war noch nicht mal, der war gerade mal Automechaniker angefangen, aber mir schon Sachen erzählt dann und Gewinde nachschneiden, Mutter drauf lassen und so. Und genau, ja, ich mache andere Seite erstmal, wa? Ja. Erstmal die andere wegen dem Bremsanker, weil der da auch dranhängt. Ja. Deswegen zuerst die andere Seite festziehen. Mhm. Oh, was soll denn? Schön, die schuppert schon mit dem Bremsanker. Mhm, scheiße. Fest, bitte. Zieh. Na, weiß. Schitte. Kettenlinie. Ah, hämmern. Die Kurbel hat zwei Zähne. Die sind so völlig verhackt. Also da hat sie mal aufgesetzt hier. Mhm. Hier. Gib mir deinen Zahn zurück. Scheiße. Oder oh, ist dann aber nee, lass ihn ruhig. Du musst die ganze Seite rüber. Lieber nach innen als nach außen. Ja, die wollte aber zum Flieger. Und jetzt mal holst du zur Bar. Ja. Aber ja. Wie jetzt? Hat's schon? So, lass mal überlegen. Ja. Jetzt haben wir hier vier Gewindegänge. Das ist ja, wenn die Mutter fast direkt ist, werdet ihr okay. Also. So viel haben wir jetzt. Wenn wir die erstmal kurz festschrauben oder ein bisschen. Na, schraub doch mal fest. Und sich zusammenziehen. Guten Tag oder Willen? Guten. Also weiter willst du nicht drehen. Dollar willst du sie nicht festmachen. Wieso nicht? Ah, komisches. Komisches Gefühl. Ist ja jetzt schon voll. Volle Kanne. Wie lange hält es? Ich muss mal drücken. Gar nicht. So geht das nicht. Ja, Sonne. Na, wie viel gibt die? Wie viel Newton? Ja, nicht viel. Ja, schon okay. Bremsen. Ah, you want to have it. Ah, okay. Ne, andere Seite. Achso. Oh, oh. Kannst du mal festschrauben, bitte? Kannst du mal bitte festschrauben? Ja. Ja, Chef. Frau Chef.
Gut, Meister. Herr Meister. Herr Meister. Okay, Meister. Okay, Meister. Wieso Meister? Einfach Meister. Was Meister? Ja. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Bremsschutzvorrichtung, naja, dass wir nicht zu weit einlenken. Linksbremser oder Rechtsbremser? Ah, links, also die Seite. Sicher? Ja, ganz sicher. Total sicher. Total sicher. Total, total. Vierer. Oh. Darf man nicht so dolle. Ich sag dich. Da drehen wir nicht so dolle dran, ne? Ja, gut, ein bisschen. Ja, machst du immer die Macken hier rüber. Ja, ja, ja. Es ist halt so. So, und dann brauchen wir noch eine Lenkkopfversteifung. Weißt schon. Erstmal braucht man einen Zug. Ein Schaltzug. Ein Schaltzug wäre doof. Ein Bremszug. Halt auch ganz viel. Also unten passt, glaube ich. Unten passt. Oben hoch. Na klar, ist ja modern. Ja. Ist ja nur bei den alten, dass es manchmal nicht passt. Ja. Was ist denn jetzt? Der ist Müll. Kannst du ein Stückchen stecken einfach ein. Bohren aus, restaurieren das Ding. Das ist sehr gut. Ich habe schon eingestellt. Ja, mach dir einfach einen schönen Feierabend damit. Hast du Nerven, ey. Oh, hast du Nerven, oder was? Ja. Neuen Zug zu nehmen. Und kein, hier Vorsicht! Ist doch kein Lenk. Ist doch kein Lenk-Ding-Puff. Lenk-Ding-Puffer. Ja, da kommt einfach ein Stück Schlauch um mir wickelt und da ist gut. Ja, Quaier auf die Kopf! Geht nicht! Ah, das ist scheiße. Das geht nicht, nee, das geht nicht. Jack. Total bekloppt, boah, so was zu achten, so was bescheuertes. Das ist total geil. So, na, scheiß drauf. Man kann es auch mal verkehrt rum einzubauen, aber du bist halt auch so. So wie hier. Aspergisch. Ja, das mache ich natürlich auch. Das erste, was er mir beim Fahrradladen beigebracht hat. Naja, gut, das lernt man nicht. Also, das muss auch nicht sein, aber. Das lerne ich schon im Praktikum. Fahrradhaus, habe ich. Erste Praktikum, ja. Ja, ich habe das auch gesagt. Waren noch Zeiten. Rathaus, Steglitz oder was? Nee, Rathaus, Friedrichshain. 33. Ja, wo ist es denn hin jetzt? Ja, da ist doch drin. Kein Jagdweiher? Jagdweiher. Fast One Lady. Du kannst Barsprints machen. Ja, da kein 24er mehr, deswegen geht das nicht. Aber ja, ja, jetzt verstehe ich. Das steht so. Sieht klein aus, ne? Muss man mal ein paar Farben ranmalen. Ja, ich merke schon, wie er kommt. Ausgerichtet. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Pocke, Alter. Geil, Pokémon. Kennst du das, wenn Pokémon? Das so geil ist? Ja. Wenn das so zack ist, so. Ja, ist geil. Knack und Back. Ja, warte. Wird mal ausgerichtet. Was ist denn, 12er oder 13er? Wo denn? Na ja, bei der Bremse. Ach so, das ist ein 12er, glaube ich. Ich nehme mal einen 13er, der passt auf alle Fälle. Nee, mach das nicht so, bitte. Fast schon. Achtung, nicht in den Reifen. Ja, bitte. Ja. Haben wir an. Yes, please! Fertig! Aua! Sie wünschen? Hä? Ja, ja! Die ganze Zeit schon! Ein Fahrrad abholen! Welcher denn? Herkules, Silber. Kann nicht warten! Gerade fertig geworden! Was? Du weißt doch von hier nicht. Du weißt doch von hier nicht. Ich meine das Fahrrad und jetzt bin ich nur bei dem Fahrrad gerade. Er ist freudig erregt, das ist alles gut. Mann. Herkules, Silber. Genau. Das sieht man doch gar nicht mehr, dass ein Herkules war. Ist ja gar nicht mehr wahr. Ideal. Zwei Kabelbinder bitte. Ja, Standard. 24 will ich sehen. Ja. Mal dazwischen. Genau, ja, ja. Ja, geil, so ringsrum schön beschriftet. Ja. Geil. Ja. So. Vielleicht schon wieder schwarzer Pfoten, wa? Jetzt kann ich schon wieder nicht die Griffe ran. Ja, ich bin scheiße. Nee. So, wo ist die Kamera überhaupt hier? Filmt die denn überhaupt hier? Was ist denn hier los, Mann? Filmt die denn hier irgendwie? Ich filmte doch. Ich filmte ja gar nicht. Ich filmte alles. Hast du alle Pfeifer noch frei? Nee, das wird alles geschnitten. Geschniedelt.
aber wenn man hat. Ach, Valentin! Jetzt verunsicherst du sie auch noch. So, ich glaube, es ist fertig. Es ist fertig. Ich glaube, es ist fertig. Leute, guck mal hier. Ey, Mann, was für ein Racer. Weiß, 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 lila. Ist doch schnick, oder? Ist doch schick, oder was? Hier der Anschlag. Bump, bump. Bump, da schlägt das Rad an. Fertig! Yeah! Den fahre ich gleich mal vor mit einem Dachboden. Darf ich? Der Steuersatz muss auch eingestellt werden. Oh. Gut, dann fahre ich jetzt mal kurz Probe mit dem Ding und sieht bestimmt albern aus, ich auf dem Ding. Dann werde ich berichten. Ja, so. Fährt sich auf alle Fälle ganz nett. Wenn man jetzt groß genug wäre für das Rad, könnte man tatsächlich die Urteile abgeben. Aber so habe ich mir einfach nur eine Timex gekauft und tröste mich damit. Gib mal her. Nee. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Er verwirrt mich auch. Ja, der Valentin verwirrt mich sehr. Ah, das heißt doch gar nicht, stimmt, er heißt gar nicht. Er heißt gar nicht Valentin, der Valentin, aber er Valentin sehr rum hier. Der Valentin so gut, okay, alles klar, macht es gut. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, ciao, sagt der Tommy und der Valentin. Und kurz vor das Fahrrad fährt ganz gut, wa? Was sagst du? Probefahren. War gut, wa? War geil. Ich war entzückt, ich war rosa. Nee, pink, eine Färbung dazwischen. Färbung dazwischen, keine Ahnung, es war wundervoll zu fahren. Das war's, gut, okay, alles klar. Bis dann, ciao.